Diese Woche wegen Urlaub geschlossen. Nein, ich bin nicht nach Neuseeland ausgewandert. Und nein, das wird auch kein Travel-Vlog. Denn das im Bild bin gar nicht ich. Im Bild ist Philipp Hoheisel, ein digitaler Nomade, der sich aktuell in Neuseeland befindet. Ihr findet ihn auch bei YouTube, aber auch bei Instagram. Das gesamte Videomaterial ist von Philipp. Er hat es mir netterweise zur Verfügung gestellt, damit ich in dieser Vlog-Folge darüber berichten kann, wie ich eigentlich auf meine Ideen komme. Der Schlüssel, um auf gute Ideen zu kommen, wartet nicht auf die perfekte Idee, sondern arbeitet mit dem, was ihr findet und baut es geil zusammen. Und denkt dran, es müssen nicht immer die hammergeilen Aufnahmen sein. Nope. Entscheidender ist, dass jemand vor oder hinter der Kamera steht, der weiß, wie man eine geile Geschichte erzählt. Pro-Tipp von Philipp. Don't look into the screen, but in the lens. This is how you vlog. Der Witz liegt in der Überraschung. Gay! Gut, das war kein Videomaterial von Philipp. Und hat auch nichts mit der Story zu tun. Außer vielleicht, dass Regeln dafür gemacht sind, gebrochen zu werden. Außerdem heißt es doch immer, man soll out of the box denken. So entstand auch die Idee, mit dem Videomaterial anderer eine eigene Vlog-Folge zu produzieren. Wenn du Bock hast, dass ich mit deinem Videomaterial mal einen Vlog schneide, melde dich oder schreib's in die Kommentare. Ich liebe es, mich durch die Welt treiben zu lassen. Und das, was man sieht, was man erlebt, was man spürt, was man hört, einfach alles, was man fühlt, zur Inspiration zu nutzen. Und am meisten Spaß macht es, wenn man seine Erfahrungen und Erlebnisse mit anderen teilt. I didn't expect that to see. Das Schöne am Leben ist, dass man nicht weiß, welche Ideen in Zukunft auf einen warten. Deshalb sollte man offen für Zufälle sein, weil man ansonsten Gelegenheiten vielleicht gar nicht erkennt. Man, he stole my spot! Und mindestens genauso wichtig ist es zu improvisieren, wenn mal etwas nicht wie geplant läuft. Auch wenn es eine Plattitüde ist. Die Welt ist ein Dschungel, der entdeckt werden will. Dafür müsst ihr aber nicht nach Neuseeland fliegen. Reicht schon, wenn man in seinem alltäglichen Leben mal etwas anderes ausprobiert. Und genau das habe ich auch bei dieser Vlog-Folge versucht, indem ich mit Videomaterial von Philipp gearbeitet habe. Man muss übrigens nicht verreisen, um Neues zu entdecken. Es reicht zum Beispiel, jeden Tag etwas zu machen, was man noch nie in seinem Leben gemacht hat. Vielleicht kauft man einfach mal in einem anderen Supermarkt ein, läuft einen anderen Weg zur Arbeit oder man schaut sich etwas an, obwohl es einen überhaupt nicht interessiert. Ja, das war's schon wieder. Ach nee, ich muss in die Linse gucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich besser machen könnte, was euch interessiert, was euch nicht interessiert und wie es auf diesem Kanal weitergehen soll. Liked bitte das Video, teilt es und abonniert diesen Kanal. Und natürlich auch den Kanal von Philipp Hoheisel, aka Hoheisel. Ihr findet ihn bei YouTube und bei Instagram. Willkommen zu meinem ersten Beauty Haul. Ich war heute bei Rewe und schaut mal, was ich da gefunden habe. Einen roten Stift. Ihr werdet vielleicht denken, was kann man mit einem roten Stift wohl machen? Ich zeig's euch in dieser Beauty-Folge. Abonniert meinen Kanal.